Moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, an der Stelle willkommen zu dem allerersten Arena Commentary Video hier auf YouTube, Leute. Und zwar spielen wir heute Schurke Druide im Turn 2, Schurke Heal Druide, genauer gesagt. Ein sehr beliebtes Setup, was allerdings so seine Probleme hat momentan in Season 1. Da werden wir aber gleich noch drauf zu sprechen kommen. In dem heutigen Video werden wir uns quasi mehrere Arena-Games anschauen. Ich werde die kommentieren, so ein bisschen sagen, was wir vielleicht falsch gemacht haben, was wir gut gemacht haben, was wir noch besser machen können. Und vor allem euch auch bei jedem Setup immer so ein bisschen Tipps mit an die Hand geben, was ihr bei dem Setup beachten könnt. Von daher vielleicht auch ganz cool das Video für Leute, die einfach so neu mit der Arena starten, die sehr lange schon keine Arena mehr geschattet haben und einfach wieder so in die Materie reinkommen wollen. Genau, ich würde sagen, wir starten schon mal das Video hier im Hintergrund. Wir sind, wie gesagt, hier wirklich in dem allerersten Arena-Game drin, was wir quasi jemals in Burning Crusade Classic gemacht haben. Mein Heal-Druide und ich, wir haben auch schon im originalen Burning Crusade Arena zusammengespielt. Tatsächlich, wir kennen uns schon sehr lange, aber wir haben jetzt bestimmt schon, keine Ahnung, 10 Jahre keine Arena mehr gemacht oder so. Von daher, ja, müssen wir uns natürlich auch in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, wie auch immer, einspielen und mein Arena-Mate, der Druide hier, der ist auch erst vor einer Woche Level 70 geworden. Dementsprechend ist er hier wirklich mit komplettem grünen Gear in die Arena reingegangen und das werdet ihr auch bei den späteren Arena-Games dann noch merken. Das ist einfach, also ja, bei einigen Games wurden wir wirklich einfach komplett outgeared. Ja, das ist, braucht man nicht beschönigen. Die Arena ist momentan auch zum Teil wirklich noch eine Shitshow, muss man sagen, weil die Leute einfach mit brutalem Gear da reingehen. Wenn man da eben nicht mithalten kann von der Ehre oder vom Gear, dann hat man bei vielen Setups quasi einfach vom Gear her schon gar keine Chance. Ist aber auch egal, ja, es geht ja auch einfach so ein bisschen um Spaß, ums Reinkommen und das hatten wir auf jeden Fall und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit dem allerersten Game hier. Ich habe mich hier dafür entschieden, auf den Holy Priester zu gehen. Wir haben hier quasi einen Heal Priest, der wird Disziplin wahrscheinlich sein. Sorry, und einen Enhancer, also ein Verstärker-Schamane. Ich habe mich hier einfach für das Stoff-Target entschieden und habe direkt Evasion angemacht am Anfang, um so ein bisschen den Damage von ihm zu umgehen. Jetzt sieht man hier, der Priester hat auch direkt Pain Suppression ab. Ich habe den Schamanen gerade geblendet, weil er kein Trinket mehr ready hatte. Und jetzt habe ich hier das 4 getrinketet. Jetzt wollte ich Deadly Throw machen. Ein bisschen zu spät, deswegen kam noch ein Heal durch. Da kam dann der Feral Charge und Stun von meinem Heal-Druiden. Und dann war der Priester down und dann ja, ist er fast, mein Heal-Druide gerade da, selber noch gestorben. Wie gesagt, sein Gear ist halt wirklich, also er wird auch sehr oft noch umgekrittet werden gleich, keine Sorge. ja, wir haben jetzt hier einfach das sehr safe runtergespielt. Ich habe hier nochmal Blutung drauf gemacht gerade, ein bisschen Line of Sight gegangen. Wir wollten einfach nichts anbrennen lassen bei unserem allerersten Arena-Game. Ja, ich glaube, wir wollten uns einfach um jeden Preis gewinnen. Also auch symbolisch irgendwie. Und genau, ja, wenn mein Druide an der Stelle gestorben wäre, wäre es wahrscheinlich auch nicht so schlimm gewesen, weil ich sag mal, einen One-on-One gegen einen Enhancer-Schaman in der Arena kann man eigentlich mit meinem Gear in Burning Crusade relativ gut gewinnen. Von daher, es wäre auch nicht so schlimm gewesen, wenn wir da quasi, wenn er da quasi gerade down gegangen wäre. Genau, jetzt wollte ich noch mal so ein bisschen was sagen zu den Plänen, weil wir hier gerade noch auf den Invite warten. Keine Sorge, bei den nächsten Games werde ich dann noch mal vorskippen und dann wieder direkt ins Game reingehen. Aber weil ich quasi gerade einfach noch was sagen möchte, machen wir es quasi gerade nicht. Ihr müsst euch vorstellen, Season 1, die Arena, die gerade abgeht, ist eine extrem besondere Season, weil man sehr viele gute Spieler hat, die sehr viel Gear schon haben, die in Classic ihre Marken gefarmt haben, die mit 100 Marken von jeder Sorte und ihre Cap in Burning Crusade reingegangen sind, die in einer Woche sich den durch die Heroes durchgepumpt sind und so weiter. Das heißt, wir haben momentan eine kleine, sehr elitäre Spielerschaft in der Arena drin, die absolut rasieren wird, die auch in Season 1 in der ersten Woche schon, weil ich gesehen habe, bis zu 1400 Punkte bekommt in der ersten Woche. Wir haben jetzt diese Woche zum Beispiel knapp 250 Punkte bekommen mit unserem Rating. Da ist einfach ein extremes Gear-Gefälle am Anfang.
Das solltet ihr nicht vergessen an der Stelle. Lasst euch davon aber nicht entmutigen. Es wird in späteren Arena-Seasons, spätestens zu Season 2, deutlich, ich sag mal, angenehmer, weil dann einfach alle so ein bisschen auf einem Gear-Niveau angekommen sind, ja. Das ist sehr, relativ nervig momentan, kann man aber leider nicht ändern, ja. Und der weitere Punkt, den ich ansprechen wollte, ist einfach, dass wir hier mit Heal-Druide Schurke sicherlich auch nicht das stärkste Setup spielen, was man momentan spielen kann. Das soll jetzt irgendwie keine Ausrede sein oder so. Kann auch gut spielbar sein. Da spielen auch schon gute Leute auf einem hohen Rating momentan. Aber ich würde schon sagen, und das wäre auch meine Empfehlung an euch, Double Damage ist schon so eher die Meta. Ja, also Double Damage, Schurke Magier, Schurke Warlock. Einfach zwei Klassen, die Schaden machen mit gutem Gear gerade. Da werdet ihr wahrscheinlich erfolgreicher in der Arena sein momentan. Das nur so als Tipp am Rande. Denn die Leute haben einfach noch nicht so mega viel Abhärtung und nicht so mega viel Gear. Und deswegen kann man quasi gerade die Leute noch relativ gut downjuken. Das kann man im späteren Burning Crusade dann eben nicht mehr. Ja, jetzt haben wir hier quasi einen Mirror-Setup gehabt. Und wir haben es jetzt hier quasi geschafft, den Schurken relativ schnell down zu nuken tatsächlich. Das war ja, jetzt auch einfach nicht so gut gespielt von den Gegnern, würde ich sagen, an der Stelle hier. Das sollte eigentlich nicht so leicht sein, den Schurken da zu killen an der Stelle. Das ja, war dann schon sehr, sehr einfach. Aber wie gesagt, ihr müsst euch vorstellen, das ist quasi das zweite Game gerade in der Arena. Da ist keine Ahnung, wir hatten jetzt vielleicht irgendwie ein 30er-Rating, wie auch immer. Das heißt, ihr könnt natürlich auch irgendwelche PvE-Spieler reingehen, die irgendwie nur 10 Spiele die Woche machen. Und auch irgendwie vielleicht mit PvE-Talenten reingehen, das weiß man alles nicht. Wobei der Schurke gerade Sheet Death hatte, also der war auf jeden Fall PvP geskillt. So, jetzt würde ich sagen, skippe ich immer so ein bisschen nach vorne, dass wir dann auch quasi immer so in die Arena reinkommen. Genau, deswegen also zum Verständnis einfach, erwartet es nicht irgendwie, dass ich euch hier direkt die absoluten Skiller-Games irgendwie zeige, irgendwie, wo wir nur gewinnen, ja, sondern ich möchte einfach gerade so einen Einblick einfach geben, wie das Gameplay in der Arena ausschaut, wie man sich verbessern kann, wie man besser werden kann. Und ich glaube auch, dass den Hauptfehler, den viele Leute machen am Anfang, die wollen dann direkt so den perfekten Arena-Mate irgendwie keine Spiele verlieren. Und wenn man irgendwie direkt am Anfang merkt, es läuft nicht, wird direkt das Team gelieft und fängt wieder neu an. Bitte seid da ein bisschen geduldiger, gebt den Leuten eine Chance, spielt euch ein, macht in Ruhe. Kommt in die Sache rein. Es gibt viele Private-Server. Ihr seht ja übrigens, by the way, das Gear gerade mal. Wie die schön grün am Leuchten. Tun wir mal Arena-Mate. Es gibt auch sehr viele Private-Server-Leute, die seit Jahren Arena gespielt haben gerade. Und die hauen euch halt einfach weg. Gebt euch einfach selber die Zeit. Und kommt in die Materie rein, Leute. Ja. So, jetzt haben wir hier wieder. Das war ein Ele, genau, weißt du noch, ein Ele. Das habe ich aber nicht geschnallt in dem Game. Das war zum Beispiel auch ein Fehler direkt von mir. Ein Ele-Schamane und ein Shadow Priest, glaube ich. Oder ein Priest, müssen wir mal gucken gleich. Jedenfalls bin ich hier auf den Priester gegangen, weil ich auch dachte, ja, komm, den klatsche ich einfach mal gerade weg. Der macht jetzt aber hier Pain Suppression an und ihr seht hier, der Ele hielt einfach schon gerade mit. Jetzt habe ich den Schaman hier gerade kurz geblendet. Jetzt weiß ich nicht, warum ich ihn da nicht gesappt habe. Das wäre vielleicht klüger gewesen an der Stelle. Was man auch sagen muss, na, okay. Schaffe ich gerade den Priester noch. Ja, das war auch sehr, sehr schlecht, muss man gerade sagen. Hier wollte ich Deadly Slow machen, habe nicht realisiert, dass ich gar keine Energie dafür habe. Also man merkt ja auch wirklich, das waren wirklich die allerersten Games. Hier hatte ich ja noch nicht mal Gladius drauf, wo ich quasi die Gegner sehe. Ne? Hier habe ich auch gar nicht realisiert, dass der Ele-Schamane einfach PvE auf mich durchzieht. Ich habe das komplett ignoriert. Völlig schlecht gemacht auch. Ich habe hier quasi einfach nur PvE gespielt und bin völlig, völlig unnötig gestorben. Und mein Arena-Mate wird auch gleich noch sterben. Ja, ich glaube, er hatte hier noch versucht zu gewinnen. Aber das ist halt mit dem Gear-Gefälle absolut. Der Ele war sicherlich auch nicht perfekt equipped hier, aber wie gesagt, komplett grünes Gear.
Das kannst du nicht gewinnen an der Stelle, ja. Wichtig auch an der Stelle, und das können wir eigentlich auch einführen. Ich werde in der Arena-Beschreibung, in der Videobeschreibung werde ich meine Arena-Addons verlinken für euch. Die wichtigsten Arena-Addons, dass ihr die quasi direkt auch habt. Es gibt einige wichtige, wie zum Beispiel eben so eine Art Unit-Frames, also quasi wie hier, muss ich vorstellen, von dem von meinem Target hier. Dann hat man zwei so eine Bars hier auf der Seite zum Beispiel, wo man dann eben die beiden Arena-Gegner immer antargeten kann und sehen kann, ob die ihr Trinket ready haben, wie viel Leben die haben, wie viel Mana die haben. Völlig lost gerade. Ne? Ich habe hier eine kleine Anzeige, seht ihr hier rechts in der Ecke. Ich habe die ja tatsächlich sogar schon gehabt, sorry. Das war aber noch S-Arena. Das fand ich sehr, so ein bisschen zu minimalistisch, ehrlich gesagt. Und ein bisschen hier in der Ecke irgendwie, hat mir nicht so gut gefallen. Ich habe dann in späteren Games habe ich dann Gladius mir besorgt. Das gefällt mir momentan besser. Da kann man einfach noch mehr Sachen einstellen. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das ist so, finde ich, die Add-on-Minimalanforderung, die ihr auf jeden Fall in der Arena auch haben solltet. So eine Anzeige hier quasi von euren Arena-Gegnern. Das ist schon sehr wichtig. So. Ja, jetzt haben wir hier das zweite Game auch erfolgreich verloren. Und wir haben hier eine Insta-Queue, also eine Insta-Invite. Ein bisschen vor hier. Und das muss man sagen, gefällt mir auch sehr gut. Die Leute sind schon fleißig am Arena-Spiel momentan. Da hatten wir eigentlich keine Probleme und haben sehr schnell immer wieder neue Gegner gefunden. Was ich nur gehört habe, wenn man momentan schon auf einem sehr hohen Rating spielt, dann kann es zum Teil schon länger dauern, bis man da dann Gegner findet. Aber das haben sich die Leute auch selber zuzuschreiben. Ne? Also Leute, die jetzt irgendwie schon auf 2500 spielen, was ich schon gesehen habe, die so Todes reingesuchtet haben irgendwie, vom Gear, vom Skill und so weiter. Die warten dann halt irgendwie schon länger auf den Invite. Aber was soll Blizzard machen, wenn so viele Leute noch am Leveln sind, am Heroes farmen, am was auch immer farmen, braucht man sich nicht wundern, ne, dass man da momentan im höheren Rating-Bereich noch länger wartet. Ja, natürlich, wir haben hier Double Invisibility natürlich am Anfang am Start. Mein Druide geht immer unsichtbar am Anfang, ich eben auch. Das ist tatsächlich das Schöne an dem Setup eigentlich auch, dass die Gegner nie so wirklich wissen, okay, was kommt hier auf mich zu? Irgendwie sind es zwei Schurken, sind es Feral-Schurke, Heal-Druide-Schurke, da gibt es viele Möglichkeiten. Jetzt habe ich mich hier einfach dafür entschieden, auf dem Warlock zu eröffnen. In dem Fall hatten wir hier einen Feral als Gegner, das habe ich, glaube ich, auch viel zu spät gerafft. Hier habe ich darauf gewartet, dass der 4 bricht. Und ist aber nicht gebrochen. Und dann musste ich dann am Ende doch noch mein Trinket ziehen und Cloak direkt usen. Sehr knappe Geschichte, hätte man sicherlich auch das Trinket an der Stelle schon früher usen können. Ich meine, ich hatte bei dem Game aber auch nicht gerafft, dass das ein Feral-Druide war. War tatsächlich auch ein bisschen überrascht von dem Damage, der da am Anfang reingekommen ist. So, jetzt hat man Renamed quasi hier den Warlock gecycloned, solange ich quasi gerade noch gefeiert war irgendwo, hat ihn nochmal gecycloned und dann konnte ich ihn quasi finishen. Das ist mit dem Heal-Druiden oder auch generell mit dem Druiden ja, eine sehr schöne Geschichte, dass man quasi einen Target, also einen Gegner, der auf 20% HP ist, als Beispiel, und ich komme nicht mehr ran, weil ich gefeiert werde oder geschiebt oder wie auch immer, dann einfach cycloned. Und der dann quasi einfach nicht geheilt werden kann, beziehungsweise nichts machen kann, bis ich wieder an ihm dran bin. Das haben wir hier gerade schön gesehen. Das ist immer so eine sehr hilfreiche Fähigkeit. So, und wir haben hier ein bisschen vorgespult. Und dann geht das nächste Arena-Game auch wieder los. Also, ja, normalerweise im Idealfall bin ich natürlich auch nicht mehr aufs Commentary beschränken hier in dem Video, aber wie gesagt, heute in dem ersten Video, Leute, wir mussten so viele Dinge hier noch erklären, von daher verzeiht mir, wenn ich da nicht direkt auf die Games eingegangen bin. So, hier haben wir Shadow, Priester, Magier. Interessante Kombi. Ich weiß tatsächlich gerade gar nicht mehr genau, wofür ich mich entschieden habe. Ich intuitiv
Alternativ würde ich, glaube ich, auf den Shadow gehen hier. Ja. Shadows sind immer so ein schönes Nuke-Target irgendwie. Jetzt habe ich mich hier out of stealth bomben lassen. Das war nicht so clever. Ich habe unten, ihr seht, den Mage als Focus-Target mir gelegt hier. Habe ich immer so ein Bind, womit ich den quasi dann hier unten sehen kann, was er macht. Habe ich gerade Trinket hier geused an der Stelle. Der Priester Mana burnt auch schon fleißig. Und jetzt kommt hier der Kidney Shot. Habe ich hier nochmal Geralt auf ihn drauf gemacht, damit er nochmal gesilenced wird. Jetzt use ich Cloak. Und ist immer so ein bisschen hektisch am Anfang und versuche ihn einfach hier down zu nuken. Hat da Pain Suppression gerade abgemacht und ich bin im Sheep und habe kein Trinket mehr ready. Und ja, wir müssen ganz klar sagen, bei dem Game hier ist es auf jeden Fall, oder oh, das war natürlich ein Mega-Fail. Cheap Shot in den Cyclone rein, Leute, das ist. Kidney Shot in den Cyclone, das war Todesfail, aber wie gesagt, am Anfang hier hat es noch gereicht für die Gegner tatsächlich. Und gerade noch so gereicht. Ja, hier waren wir einfach ein bisschen lucky, dass die Gegner nicht realisiert haben, dass mein Mate absolut grün equipped ist und einfach in einer Sekunde umgeflogen wäre. Sondern sie sind quasi auf mich gegangen hier. Das ist natürlich auch ein bisschen das Schöne am Druiden, dass man beim Druiden nicht so wirklich erkennen kann, was er für ein Gear hat, wenn er relativ schnell ja, in seine Bärform geht oder in irgendeine andere Form geht und so weiter. Jetzt haben die ein bisschen rumgestresst irgendwie. Das skippen wir jetzt gerade mal. Und gehen hier direkt in die nächste Arena rein. Ja, man muss sagen, ihr seht hier, ne, 382 Rating, 4-1, ne, am Anfang lief es noch sehr, sehr gut. In den späteren Games haben wir auch öfter verloren, weil wir dann einfach auch schon outgeared worden sind. Die Gegner gerafft haben, wow, guck mal, der Druide hat null Gear, da kommt null Heal irgendwie, lass ihn einfach umklatschen. Und dann fliegt der auch einfach um. Na gut, okay, in dem Game habe ich jetzt hier, ja, es ist nur ein Gegner. Können wir eigentlich auch skippen. Hier war jetzt ein Retri-Paladin drin, sorry, habe ich jetzt zu spät gesehen an der Stelle. Den haben wir dann aber gerade noch so killen können, zu zweit. So, wir gehen mal hier ins nächste Game rein. Oh, sorry. Ja. Es ist natürlich, jetzt, das ist zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie es momentan in der Arena abgeht, Leute. Ihr seht hier, zwei Krieger kommen rein. Eigentlich macht überhaupt keinen Sinn, so ein Setup. Ja, zwei Krieger, WTF, denkt man sich so. Ich denke mir auch so. Na gut, sepp ich halt irgendwie ein, mach Go auf den anderen, kein Problem. Ich glaube, ich habe mich hier entschieden, auf den Tauren zu gehen, hoffe ich. Weil der Ork natürlich öfter resistet und so weiter. Nur Stun-Resi hat, deswegen habe ich ihn hier gesappt. Und wollte dann auf den Tauren eröffnen. Ja, auch, nun, wie gesagt, habe ich hier Exposed Armor direkt drauf gemacht. Krieger haben sehr viel Rüstung, deswegen wollte ich hier einfach die Rüstung direkt verringern. Der andere Krieger war in den Wurzeln drin gerade und ich dachte, oh, ist ja kein Problem. Und dann ist es irgendwie so, dass ich innerhalb von einer Sekunde einfach sterbe. Ja, und das ist einfach so der Punkt. Man hätte hier viel, viel vorsichtiger noch rangehen sollen an der Stelle. Das sind einfach letztendlich verschwendete Punkte, die man aber eventuell auch mit dem Healer, den ich hier habe, nicht unbedingt hätte gewinnen können. Im Nachhinein haben wir dann gesagt, okay, man hätte hier einfach viel, viel vorsichtiger, wie gesagt, hätte spielen können. Man hätte zum Beispiel erstmal zappen können, dann einen Geralt, also die Fähigkeit, eine Blutung quasi hier drauf machen können auf den Krieger und einen Rupture und dann irgendwie erstmal wegrennen. Ja, Trinket irgendwie baiten von dem einen, dass er sein Trinket verschwendet und dann wieder neu eröffnet und, und. Hier wurden wir quasi einfach gepunished, dass wir einfach Go gemacht haben, die mich einfach umgeklieft haben. Ja, von daher, das ist halt eben Season 1 auch leider. Man hat keine Abhärtung, man hat wenig Heal und man wird einfach down genuked zum Teil. So, hier war Krieger, Schamane. Hier wollte ich auf den Schamanen gehen und dachte auch wieder, yo, so spielt man das ja, man geht auf den Schamanen, zirkt den down irgendwie, der Krieger wird da hinten irgendwie im Root gehalten irgendwie und irgendwann ist der Schamane halt down. Das wäre theoretisch gesehen auch auf einem höheren Rating irgendwann mal auch the way to go. Dann geht man tatsächlich mit dem Schurken auf den Schamanen, interruptet den immer wieder und irgendwann ist er eben down, während der Krieger gecyclone und gerootet, was auch immer wird. In dem Game ist es ein bisschen anders abgelaufen, wie ihr gleich sehen könnt.
Ja, hier steht natürlich ein Windfury-Totem. Ihr seht, der Schamane geht irgendwie gefühlt gar nicht down. Ich bekomme hier so ein bisschen Live-Bloom, aber es hielt mich eigentlich überhaupt nicht. Und ja, im Grunde genommen gehe ich einfach down. Und werde jetzt zerhackt von dem Krieger. Das ist einfach, muss man wirklich sagen. Jetzt hat er hier noch meinen Healer ausgelacht und uns angespuckt. Das muss natürlich nicht sein. Aber das ist natürlich die Realität. Ja? Der Schamane kriegt relativ bis kaum Druck, relativ wenig bis kaum Druck von mir, weil ich auch noch nicht so mega viel Gear habe. Mein Druidenmate heilt quasi nichts im Grunde genommen mit dem Lifebloom momentan. Wird gezwungen zu casten, kann dann interrupted werden. Die Hots können eh weggepurcht werden. Sehr schwierig mit dem Setup, sehr schwierig, wenn man nicht schon wirklich todesviel Erfahrung und Gear hat im Turn 2. Ja. Deswegen auch an der Stelle nochmal der Hinweis vom Anfang. Tut euch das nicht an, spielt Double Damage. Wir hätten einfach hier Feral Rogue spielen können, zum Beispiel auch. Hätten wir wahrscheinlich safe 25% mehr der Spiele gewonnen, würde ich einfach mal vermuten. Vielleicht sogar noch mehr. Aber egal, ja, wir machen es einfach for fun auch gerade. Beziehungsweise wollen auch einfach in das Setup reinkommen, was wir halt eben später dann spielen werden. So, hier haben wir Enhancer-Schamane mit der Zweihandaxt aus Karazhan schon, glaube ich, ja. Und Hunter. Hier habe ich Shadow Step auf den Hunter gemacht und ihn gesappt und ihn direkt auch als Fokus-Target gemacht. Und dann bin ich all in gegangen auf den Enhancer-Schamanen. Quasi hier bediene ich mich letztendlich der gleichen, ja, stumpfen Taktiken, die eben die anderen Leute auch verwenden, indem ich eben einfach versuche, einen Target umzunuken, ja, bevor er wirklich viel machen kann. Das ist halt einfach auch immer so ein bisschen, soll ich sagen, das Bittere an der Geschichte, dass wenn es eine Burst-Meta gibt, die es halt momentan gibt, dass einfach die Leute sich gegenseitig umnuken, so schnell wie es geht, dann ist leider der beste Weg, dagegen anzukämpfen, wenn man sich genauso verhält. Also wenn man eben auch einen schnell umnukt einfach. Das ist leider einfach so, weil wenn das gegnerische Setup auf Nuke ausgelegt ist, dann könnt ihr dementsprechend auch schnell einen umnuken, weil sie ja dann eben auch wenig Abhärtung, wenig Heal oder wie auch immer haben. Und deswegen wird Season 1 auch sehr, sehr lange noch eine Burst-Meta bleiben. Ein bisschen weiter nach vorne. Ja, das können wir leider nicht ändern, Leute. Season 1 wird nicht so mega viel, zumindest nicht im Low- bis Mid-Rating mit Taktik zu tun haben, sondern sehr viel mit schnell reagieren, den Zap bekommen, den Opener bekommen, ein Target umjuken und ja, sich freuen. Da müssen wir alle durch. Das können wir nicht ändern. Dafür haben wir dann irgendwann in Season 3, Season 4 die Endless Games, ja. Aber das dauert eben noch ein bisschen. Es hängt auch mit anderen Faktoren zusammen. Nicht nur, dass man dann weniger Damage macht, sondern auch, dass die Healer dann einfach irgendwann nicht mehr umgehen. Wegen ihrem Gear. So, jetzt, ja, sehr schöne Eröffnung. Die perfekte Eröffnung eigentlich, die man haben kann gegen Dizzy Priest Rogue. Ich habe den Schurken gesehen in der Verstohlenheit. Habe ihn gesappt, habe dann auf den Priester eröffnet, der hier schon mit Pain Suppression quasi gegen mein Damage ankämpft. Auch von meinem UI sehe ich hier noch einige Problematiken. Ich sehe zum Beispiel hier auch einen Teil seiner Castbar gar nicht, weil das Fokus-Target drüber liegt. Alles so Kleinigkeiten, die auf jeden Fall noch geändert werden müssen. Und ja, ihr seht, meine Taktik ist aufgegangen hier an der Stelle. Ich habe einfach so schnell Damage gemacht, dass ich hier das gegnerische Team im Grunde genommen so schnell unter Druck bringen konnte, dass sie gar nicht nachdenken konnten. Yo, gehen wir auf den Schurken, gehen wir auf den Druiden. Sondern ich sie eigentlich dazu gezwungen habe oder den Schurken dazu gezwungen habe, defensiv zu gehen und auf mich zu gehen. Das war natürlich primär dadurch bedingt, dass ich natürlich den Opener auf ihn hatte, ihn zappen konnte und und. Ne? Wenn es andersrum gelaufen wäre, wenn er den Opener auf mich gehabt hätte und dann ein guter Spieler gewesen wäre und ich dementsprechend quasi nicht hätte ein Trinket verwenden können, um den Zap zu brechen, weil er mich dann direkt geblendet hätte und und. Dann hätten die einfach gewonnen, ja, gegen gute Gegner, weil denen einfach meinen Druiden down gemacht hätten. Von daher, ja, gerade hängt auch am Opener sehr, tatsächlich sehr viel dran. Wir gehen mal weiter, sorry. Darf man nicht vergessen,
Der Opener ist gerade tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Komponente, ob man ein Game gewinnt oder nicht. Und das wird sich später so ein bisschen ändern. Aber der Opener wird immer wichtig bleiben letztendlich. Und deswegen habe ich ja auch getryhardet und mir nochmal einen Mensch-Schurken hochgelevelt. ich war ja Gnome in Classic und habe mich dann aber dafür entschieden, für die Arena eben noch einen Menschen zu leveln. So, jetzt haben wir hier Nagrand. Ich würde sagen, meine Lieblingsarena irgendwie. Finde ich am angenehmsten zu spielen. Und finde ich auch immer schön, wenn man LOS-Möglichkeiten hat. Hunter Schurke. Hier habe ich mich einfach entschieden, Digga, ich klatsche einfach den Schurken aus allen Latten hier. Das ist das Sinnvollste, meiner Meinung nach. Ich weiß gar nicht, ob ich hier direkt down genügt wurde. Na, hier ist nochmal der Heal gekommen. Der Schurke hat immer Blutung auf dem Schurken draufhalten. Ist wichtig, Leute. Und richtig, ja, und dann habe ich einfach ihn hier down genugt. Ihr seht hier, der BM-Hunter, der ballert euch einfach um. Das Pet macht gefühlt mehr Damage als ihr. Da müsst ihr unglaublich vorsichtig sein momentan. Das ist extrem krank. Ihr seht hier, obwohl wir beide leben, spiele ich noch extrem vorsichtig. Hab quasi gerade gewartet, bis Beastmaster ausläuft. Und spiele es quasi sauber runter am Ende. Das hätte auch sehr, sehr schnell anders laufen können, aber auch hier habe ich wieder den Opener gehabt auf dem Schurken. Und das ist einfach immer ein sehr, sehr entscheidender Vorteil momentan. So, und ich würde sagen, wir machen noch ein Game und dann machen wir so ein kleines Abschlussplädoyer nochmal zum ersten Commentary von heute. Ja, ich muss da erstmal reinkommen, Leute. Ja, ich habe natürlich heute mich auch erstmal auf so die generelle Vorstellung von dem Format konzentriert. Ich muss da reinkommen, von daher schreibt mir gerne Feedback auch natürlich in die Kommentare, immer gerne gesehen. Ich werde immer eigentlich Commentaries machen, die den Alltag in der Arena zeigen. Ich werde nie die besten Games raussuchen, weil ich das einfach interessant finde, dass man eben diese normalen Games einfach sieht und nicht nur die besten Games, wo wir nur gewinnen. Ja. Und ich möchte euch quasi mit auf diesen Weg nehmen, mit auf diesen Weg besser zu werden, sich zu verbessern, zu lernen und auch zu merken, wie sich die Meta verändern wird. Ja. Von daher gerne Feedback auch, wie ich das Video hier gestalten soll, in die Kommentare. Aber ich finde, so ist eigentlich ganz cool. Man kann nicht immer weiter skippen, dass das nächste Game quasi beginnt. Und auch nochmal zurückgehen, wenn ihr zum Beispiel wollt, ey, dass ich manche Szenen öfter anschaue, können wir das zum Beispiel auch machen. So, jetzt haben wir hier Klassiker, Schurke, Hildruide gegen Krieger-Hildruide. Hier ist so der Way to go, man geht auf den Druiden und rootet und Cyclone den Krieger. Und das ist natürlich auch deutlich einfacher, wenn man jetzt hier schon Gear natürlich auch auf dem Druiden hat, der ihn dann natürlich auch immer entsprechend hochheilen kann. Ich habe hier direkt Express Armor auf den Druiden gemacht. Ich arbeite sehr viel mit Blutung. Ihr seht hier, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich kriege ihn nicht down im Game. Ich glaube, wir verlieren das tatsächlich sogar noch. Ja. Er macht das hier schon sehr gut, der Druide, muss man sagen. Das war gerade sehr knapp. Habe ich keine Cooldowns mehr ready und ich habe es eigentlich nicht geschafft, so in dieser Early Cooldown Nuke Phase ihn down zu bekommen. Das ist eben so ein bisschen die Limitierung vom Schurken in Burning Crusade. Man durch seine Cooldowns limitiert wird ein Stück weit. Und ich sehe das jetzt auch, jetzt fällt es mir schon schwer, am Druiden dran zu bleiben und Druck aufzubauen. Ja, es hat der Inner Welt gezündet hier, das heißt, er reckt quasi gerade Mana. Der Krieger hängt in den Wurzeln gerade drin, was auch beim Gnomenkrieger nochmal so ein bisschen schwieriger wird, weil er natürlich jede Minute da rauskommt mit seiner Gnomenfähigkeit. Und ich glaube, jetzt versuche ich ihn zu zappen. Er hat aber vorher hier noch... Okay, hält eh nicht lange. Das habe ich quasi hier wieder auf ihm eröffnet. Und mein Druide reckt hinten noch. Das ist eventuell ein Fehler gewesen an der Stelle. Vielleicht hätte ich hier nicht einfach eröffnen sollen auf dem Druiden, sondern meinem Druiden noch mehr Zeit zum Recken geben sollen. Er ist aber eigentlich mehr oder weniger voll. Ja, hier sehen wir tatsächlich gerade beim letzten Game nochmal so leichte taktische Elemente. Ja, vielleicht auch ganz nett. Wie so ein Game dann auch mal sein kann, wenn eben nicht alles in einer Sekunde umgenügt wird. Ja, auch sehr gut gemacht vom Druiden hier. Ist er direkt gerade noch in Bärform gegangen. Wenn er das gerade nicht gemacht hätte,
Hätte es vielleicht das erste Mal so ein bisschen enger werden können. Habe ich gerade nochmal hier das Verlangsamungsgriff auf den Krieger drauf gemacht. Und bin quasi wieder am Arsch vom Druiden. Aber bekomme nicht wirklich Druck aufgebaut gerade. So, jetzt habe ich den Krieger hier geblendet. Habe den DR mit Cyclone nicht beachtet. Deswegen wurde er nur für 4 Sekunden geblendet. Auch Anfängerfehler. Beziehungsweise auch darauf zurückgeführt, dass ich einfach zu wenig Addons quasi für die Arena zu dem Zeitpunkt hatte, wo ich sehen konnte, wie der DR läuft, ja. Das muss man auch sagen, das finde ich gerade generell ein bisschen schade in der Arena. Dadurch, dass die Leute alle so viel Damage machen, so hart rein nuken, kann man sich gefühlt irgendwie gar nicht darauf konzentrieren, auf so die wichtigen Sachen, die man eigentlich beachten sollte. Ja, auch sehr schade. Hier ein bisschen unlucky, wir gehen gerade nochmal eine Stelle zurück. Ihr seht hier, gehe ich gleich auf den Druiden, achte mal drauf. Ich kann jetzt quasi restassen, so. Stun den Krieger hier kurz. Zünde mein Trinket oben. So, jetzt gehe ich rum. Damit der Krieger nicht an mich rankommt. Und jetzt eröffne ich, passt auf, jetzt stun ich den Druiden in deiner normalen Form. Und jetzt will ich gleich Nierenhieb machen für 6 Sekunden. Und genau wo ich Nierenhieb machen will, kommt der Kolbenstun vom Krieger rein. Das war tatsächlich gerade eine Szene, wo wir eventuell hätten gewinnen können. Aber ihr seht hier schon, und dann kickt auch noch der Cyclone und der, ja, und dann ist halt auch Ending-Gelände, da wird man halt umgekrittet, da fehlt einfach auch der Heal noch. Und natürlich auch das Einspielen, das Gameplay mit meinem Heal-Druiden ist natürlich noch nicht perfekt an der Stelle, ja. So, das soll es aber auch erstmal gewesen sein, das allererste Arena-Commentary hier. Ihr seht, aller Anfang ist schwer, da muss man reinkommen, vor allem in der aktuellen Meta. Die Leute haben zum Teil jahrelang auf Privatservern gespielt, die Leute haben todesgesuchtet in den ersten Wochen, haben alle Schmiedekolben, Waffen geupgradet, haben Kara, Gruul, Magteridon, Kliagena mit Epics rein und. Keine Sau hat Abhärtung momentan. Deswegen extreme Hardcore-Umstände schon in der Arena, wenn ihr keine extremen Hardcore-Spieler seid. Lasst euch aber bitte davon nicht entmutigen, es wird besser in den kommenden Monaten, Wochen, wenn die Leute ein bisschen Gear alle bekommen, dann wird sich das ein bisschen alles so ausgleichen, die Hardcore-Leute werden in ihrer Hardcore-Bubble sein und ihr könnt unten einfach Arena üben und vielleicht auch irgendwann mal in die höheren Rating-Bereiche vorstoßen, ja. Ich hoffe, euch hat das gefallen, dieser kleine Einblick hier in das Gameplay, Shurko Heal-Druide, wir sind dreimal die Woche live auf Twitch, immer Mittwoch, Freitag, Sonntag von 10 bis 14 Uhr momentan, wo wir PvP machen, vor allem Arena, wenn man Arena Mate kann, natürlich Tour Arena. Ich werde vielleicht auch nochmal mit dem einen oder anderen Arena Mate spielen, mal schauen. Ich finde auch, man sollte nicht sich da so direkt zu versteifen, sondern auch mehreren Leuten ausprobieren, Dinge lernen, sich einspielen und ja, gerne Feedback in die Kommentare, Leute. Das war das erste Arena-Commentary, auch nochmal sagen, ob es von der Zeit her cool ist, so eine halbe Stunde, finde ich eigentlich ganz gut für so ein Commentary. Wir können es aber auch kürzer machen oder länger, je nachdem. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Defiler. Ciao, ciao.